Herzlich willkommen zu unserem 18. Tag des 24-mal Weihnachten neu erleben. 18 Türchen haben wir schon geöffnet, 18 kleine Impulse mitgenommen, ganz unterschiedliche Perspektiven, alle mit dem großen Ziel Weihnachten. Was ist der Kern dieser Botschaft? Wir lassen uns von diesem Buch hier leiten, 24-mal Weihnachten neu erleben. Die Geschichten sind in vier große Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe, das waren die ersten 6 Tage, Glaube als Herausforderung. Die nächsten Impulse kamen Glaube als Geschenk. Und wir sind jetzt am letzten Teil der Gruppe Glaube als Wendepunkt. Ab morgen geht es dann weiter mit Glaube als Lebensstil. Glaube als Wendepunkt. Und wir hören heute von den heiligen drei Königen, die sich ja auch auf einem Weg befunden haben, so wie wir uns jetzt in Richtung Weihnachten von Etappe zu Etappe bewegen. Die heiligen drei Könige, neue Wege gehen, heißt das heutige Kapitel. Normalerweise klingeln diese Herrschaften, diese drei Weisen aus dem Morgenland, ja eigentlich erst am 6. Januar an unsere Haustüren. Aber dieses Mal sind sie schon etwas früher dran. Und wer die bisherigen Etappen mitverfolgt hat, hat schon einiges über die drei Herren gehört. Sie sind ja mit die Hauptprotagonisten neben unserem Herrn und Heiland in der Krippe, die dieses Weihnachtsfest erst so richtig bunt und farbenfroh machen. Die heiligen drei Könige oder biblisch korrekt ausgedrückt die Weisen aus dem Morgenland. Sie kamen laut der Überlieferung im Matthäusevangelium von weit her. Aus einem fernen Land. Aus der Erzählung wird nicht klar, wer diese Männer eigentlich waren, aus welchem Land sie wirklich kamen. Was aber beschrieben wird, ist, dass sie weise und gelehrt waren. Und dass sie viel über ihre damalige Zeit wussten. Sie waren belesen, sie haben geforscht, sie haben sich mit dem Sternenhimmel, eine der wesentlichen Wissenschaften der damaligen Zeit, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und sie haben versucht, aus dem Sternenhimmel zu erfahren, wohin sich ihr Leben bewegt. Sie fragten sich, was die Zukunft ihnen wohl bringen würde. Wo würde sie ihre Geschichte wohl hinführen? Und dann, eines Nachts, sahen sie ihn, diesen einen besonderen Stern, und sie wussten, dass sie etwas Großartiges entdeckt hatten. Ja, dass dieser Stern ein Zeichen für die Geburt eines Königs war. Und nicht irgendeines Königs, nicht irgendein König sollte bald das Licht der Welt erblicken. Noch viel mehr, es war ein König, der auch ihr Leben, ihre Geschichte für immer verändern würde. Und dann machten sie sich auf, diesen neugeborenen König zu finden und anzubeten. Nach einer langen Reise kamen nun diese drei Männer in Jerusalem an und sie gingen natürlich zielstrebig zum Königspalast. Denn ein König kommt ja offensichtlicherweise in einem Palast zur Welt. Der damalige König Herodes, der jedoch davon gar nichts wusste, sah sich durch die Nachricht über einen neuen König in seiner Macht gefährdet. Er schmiedete einen Plan, diesen neuen König umzubringen, und die Weisen aus dem Morgenland sollten dieses Kind finden und ihm dann mitteilen, wo sie es gefunden hatten. Über Umwege fanden die drei Männer den neugeborenen König tatsächlich. Und zwar nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Es kann nun wirklich keinen größeren Kontrast geben zwischen der Erwartung dieser drei Männer und dem, was sie davor fanden. Nach dem Besuch im luxuriösen, komfortablen und sehr herrschaftlichen Palast des Herodes stehen sie in einem Stall. Für einen König ein sehr schmuckloser und ziemlich unpassender Geburtsort. Und trotzdem, die Männer betraten den Stall und sie sahen das Baby, das dort in einer Krippe lag, und überreichten ihre Geschenke. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Geschenke für einen König. Sie erkannten in diesem einen Moment, in dieser unwürdigen Umgebung, in diesem ganz einfachen Stall, dieses kleine Baby als den versprochenen König. Trotz anderer Erwartungen und Vorstellungen, mit denen sie gekommen waren, die sie mitgebracht hatten, konnten sie in diesem kleinen Baby den König erkennen.
trotz des Kontrastes zu dem großherrschaftlichen König, den sie gerade vorher besucht hatten. Nach ihrer langen Reise waren die Männer endlich am Ziel ihrer Reise angekommen. Und jetzt kommen wir zu uns, zu unserem heutigen Dasein. Hatten Sie auch schon so einen Stallmoment? Erinnern Sie sich an einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie dieses Stallerlebnis hatten? Vielleicht sogar jetzt in diesen bisherigen 17 Impulsen, die wir Ihnen gegeben haben, dass Sie etwas ganz anderes erwartet haben und dann stehen Sie da plötzlich und es ist ein Kontrast, Ihre Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Vielleicht haben Sie auch während der letzten Kapitel dieses Buches also einen ganz persönlichen und sehr individuellen Moment erlebt. Einen Moment, der zu Ihrem Herzen gesprochen hat. Einen Moment der Erkenntnis über sich selbst, über das Leben oder sogar über Gott. Für diese drei Weisen war der Moment im Stall. Der eine Moment, an dem sie Jesus als König anerkannten. Genau das war der besondere Moment ihrer Reise. Ganz anders als erwartet, ganz anders als alles, was sie bis dahin kannten. Doch bei allem Ankommen und Innehalten kam auch für die Weisen die Zeit, den Stall nun wieder zu verlassen und die Heimreise anzutreten. Die große Frage ist, wie sollte es nach einem solchen bedeutsamen Ereignis eigentlich weitergehen? Geht das Leben nach der Begegnung im Stall wieder seinen gewohnten Weg? Läuft alles wieder in alten Bahnen und nehmen wir unsere alten Routinen und gewohnten Abläufe wieder auf? Wäre das nicht traurig? Bleibt es nur bei einem besonderen Erlebnis? Hat dieser Moment Auswirkungen auf die nächsten Schritte? Die Frage ist also, was kommt nach dem Stall? Die drei Weisen entschieden sich für einen neuen Weg. Nach der Begegnung in dem Stall sagte Gott im Traum ihnen, sie sollten nicht zu Herodes zurückkehren. Also zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Nun, sie hatten ihre Geschenke dem neuen König bereits überreicht und ihn so in der Welt willkommen geheißen. In ihm hatten sie sogar viel mehr gefunden, als sie eigentlich erwartet haben, als sie eigentlich gesucht hatten. Deshalb kehrten sie nicht zurück in den luxuriösen Palast des Herodes, sondern sie entschieden sich für einen neuen, einen anderen Weg. Und damit haben die drei Weisen für die Menschen, die den Mut haben, einen alten, bekannten Pfad zu verlassen, ein Vorbild gegeben. Jesus selbst spricht später als Erwachsener auch von zwei Wegen. Im Leben gibt es die Möglichkeit, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dort hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, 13 bis 14. Zwei Wege, zwischen denen sich jeder Mensch entscheiden muss, damals und heute auch noch. Genauso wie die Weisen damals, als sie den Stall verlassen hatten, stehen auch wir vor der Wahl. Gehen wir nach der Begegnung an der Krippe wieder den altbekannten, den normalen Weg, den einfachen Weg, Zwischenstopp im Wellnesshotel, dem Palast des Herodes? Oder wählen wir einen neuen Weg, den nicht ganz so offensichtlichen und vermutlich auch den anstrengenderen Weg? Die Weisen haben sich entschieden. Gegen das Offensichtliche, gegen den Weg, auf dem sie gekommen sind. Wer sich wie die drei Weisen auf diesen unbekannten, schmalen Weg begibt, wird eine Veränderung erleben. Es geht bei Weihnachten nicht um Fehler und Defizite, sondern es geht darum, unsere Bestimmung, die wir verloren haben, wiederzufinden. Es geht darum, wiederzuentdecken, was es bedeutet, Mensch zu sein und als Mensch zu leben. Wir haben uns im scheinbaren endlosen Lauf der Zeit von dieser Bestimmung, von unserer ursprünglichen Bestimmung entfernt. So sehr, dass wir nicht mehr alleine den richtigen Weg finden können. Eine falsche Entscheidung führt automatisch zu der nächsten, zur nächsten, eins führt zum anderen und am Ende stehen wir vor dem Palast des Herodes. Und wir fragen uns, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen
Das ist unsere Bestimmung. Darin liegt die Bestimmung, dass wir genau nach seinem Vorbild mit guten und gerechten Eigenschaften gemacht sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. 1. Moses 1,27. Und doch finden wir in uns häufig Eigenschaften und Charakterzüge, die sich überhaupt nicht göttlich anfühlen. Also mir geht es jedenfalls immer mal wieder so. Und dann fragen wir uns, wie kann das denn sein, wenn wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass in uns trotzdem Dinge entstehen, die einfach nicht dazu passen wollen? Eine völlig berechtigte Frage. Wir sind alle schon eine Weile auf der Welt unterwegs. Unsere Prägung, einschneidende Erlebnisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben, alles das formt unseren Charakter und hat uns mit Eigenschaften und Verhaltensmustern wachsen lassen, die uns verändert haben. Wir werden bitter, weil wir enttäuscht worden sind. Weil sich immer wieder Türen geschlossen haben, werden wir mutlos, wir werden unbarmherzig und nachtragend. Gerade wenn wir selber das Gefühl haben, im Leben zu kurz zu kommen. Man kann diese Liste endlos fortsetzen. Alles baut sich langsam in uns auf. Aber vielleicht erzählt uns die Weihnachtsgeschichte einen anderen Weg, eine neue Botschaft. Wenn wir uns wie die Weisen an einem Wendepunkt befinden, können wir uns entscheiden. Gehen wir einen neuen Weg? Ändern wir uns? Vielleicht den Weg hin zu Gott? Wenn wir diesen Weg einschlagen, dann werden wir zu einem Menschen werden, den er in uns gemacht hat, den er am Anfang nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Er möchte unsere Denkweise verändern, den Charakter stärken, die Summe der Gewohnheiten positiv verändern. Natürlich, wir wollen uns keine Illusionen hingeben. Es wird sich nichts von heute auf morgen einfach so ändern. Nur durch eine Entscheidung, einen Beschluss geht das Leben aber erstmal so weiter wie bisher. Eine neue Richtung, das ist eine Entscheidung, die wir jedes Mal neu fällen müssen. Wir können nicht alle Bitterkeit, Konflikte, Ängste, Unsicherheiten, Unversöhnlichkeiten über Nacht einfach loswerden. Aber wir können Schritt für Schritt zu einem neuen Charakter und den göttlichen Eigenschaften entgegengehen, mit Gottes Hilfe. Denn Veränderung ist natürlich immer ein Prozess. Es kann natürlich unterwegs immer mal wieder passieren, dass man doch einen falschen Weg einschlägt, dass man wieder am Palast vom Herodes landet. Aber auch dann können wir uns immer wieder neu entscheiden, immer wieder den Pfad suchen, der dem Willen Gottes eigentlich entspricht. Den schmalen, kleinen Pfad, den anstrengenden, den steilen Pfad, aber den Pfad, den uns Gott, auf dem Gott uns begleitet und den Gott uns gibt. Lassen Sie dieses Weihnachten nicht nur ein schönes Erlebnis sein, das als besonderer Moment in Erinnerung bleibt, sondern vielleicht entscheiden Sie sich, dieses Weihnachten als einen neuen Anfang, einen neuen Weg beginnend zu sehen und zu erleben, als eine Entscheidung, neue Schritte zu wagen und zu entdecken. Zu entdecken, was für ein Mensch in Gottes Ebenbild eigentlich in Ihnen steckt. Wie ein Kompass kann dieses Buch uns dabei helfen, wie ein Kompass kann uns das Buch dabei helfen, aus dem wir auch hier diese Impulse uns immer wiederholen, aus dem wir jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte vorlesen, nämlich die Bibel. Die Sammlung von Geschichten, Briefen, Poesie und weisen Worten ist wie ein Fixstern, an dem wir uns auf unserem Weg orientieren können. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ein Mensch, dem Sie vertrauen, Sie auf diesem Weg begleitet. Fällt Ihnen jemand ein? Fragen Sie mutig nach. Zu Weihnachten darf man ja schließlich Wünsche äußern. Und so gibt dieser Impuls uns herkommend von den Weisen aus dem Morgenland, die die Entscheidung gefällt haben, einen anderen Weg zu geben, gibt uns diesen Impuls, das ganze Weihnachtsfest als eine Möglichkeit zu finden, uns an dem auszurichten, was Gott in uns angelegt hat, dass wir so werden, wie er sich uns gewünscht und gemacht hat von Anfang an. Und wenn wir uns dabei immer wieder orientieren an dem, was Gott uns als Botschaft mitgegeben hat in seiner Herrlichkeit, kommen wir vielleicht Schritt für Schritt dem näher, was Gott in uns sieht und in uns liebt. Ich wünsche Ihnen einen schönen vierten Advent. Ich freue mich, dass wir diesen Weg bis hierhin gemeinsam gegangen sind und ich freue mich, wenn Sie uns auch weiterhin begleiten auf dem Weg zu 24 Mal Weihnachten neu erleben.